habe hier einen Hotspot, der ist eine Sensation. Brauchst du auch einen Hotspot? Kannst du ein Foto von uns machen? Doch. Warte mal, so. Nee, warte mal. Wie sieht meine Mütze aus? Hä? Habt ihr mich angerufen? Ja, sicher. So. Was wollt ihr denn? Ich wollte 2 Millionen haben. 2 Millionen? Ohrfeigen? Ich bin so ein Internet-Freak, ich finde es so cringe, wenn Leute irgendwie das Internet nicht abfeiern, weißt du? Wir sind beide ja auch bei StudiVZ, wir könnten vielleicht alle auch mal gruscheln. Ja. Oder? Nein, ach, jetzt ist dein Schwanz im Weg. Was gucken Sie denn so? Das Problem oder was? Ja, nur weil der eine Brille auf hat oder was? Ja, das ist doch normal heutzutage. Ja. Komm, wir gehen. Okay, aber Sie wollen ja nicht irgendwie cringe sein. Wenn Sie einen Hotspot haben, dann können Sie halt irgendwie die Modus Mio Playlist pumpen. Und irgendwie, keine Ahnung, jetzt, Sie kennen ja die Rapper besser als ich. Was machst du denn da? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen einmal rüber zu den Blumen. Wir müssen einmal rüber zu den Blumen. Also reden? Ja. Reden? Ja. So, also so reden. Reden? Reden. Im Internet. Komm, wir gehen mal einmal rüber. Ich hab ein paar Fotos gemacht. Nee, wir müssen einmal rüber. Nee, wir müssen einmal rüber. Nee, wir müssen einmal noch. Nee, wir haben es doch jetzt gleich. Mach das. Mann. Nee, also. Ey, gerade war ich auf einer Seite, da kann man Sachen versteigern. Wahnsinn. Schauen Sie denn so? Nur weil der einen Waschbärbauch hat oder was? Nein. Genau genommen Bodyshaming. Ich habe eine Frage, könnten Sie uns einmal ganz kurz filmen für ein TikTok-Video? Bist du auch bei TikTok? Ja. Wir haben ein bisschen was einstudiert. Geht ganz schnell. 3, 2, 1 und. Was ist das? Du bist viel zu schnell. Sie schauen so, Sie haben ihn angerufen. Also, 13 Anrufe in Abwesenheit. Ja. Das waren auch Sie. Ja, genau. Mann, ich verliere mal das Tempo. Vielleicht machen Sie es, vielleicht tanzen Sie mal und ich filme. Oh. Ja, machen Sie mal. Keep it. Gute Stimmung. Das ist fein. Ja, das ist authentisch, das gefällt mir. Gucken Sie doch nicht so streng. Das ist ein Waschbär, der wühlt halt mal im Müll. Sind Sie so viel besser, frage ich Sie. Sind Sie so viel besser? Nein. Ja, warum dann dieser strafende Blick? Komm, lass uns gehen. Die Leute haben irgendwas gegen uns. War gut? Simon, jetzt reiß dich mal zusammen. Was machst du hier? MeToo gilt auch für Waschbären. Er hätte gerne deine Nummer. Einfach eintippen. Hey, ganz kurz mal. Du kannst mich küssen. Naja, oder ihn schlagen. Papa! Geht er dran? Hallo, Papa. War schon so gemeint. Das war schon so gemeint. Ja, ich weiß nicht, wenn du Sportart machst, aber du darfst schon schlagen. Darfst du. So. Okay. Bisschen Körperbehaarung findest du schon okay, ne? Okay, nee, dann ist doch alles wunderbar. Du hast die Nummer. Ja! Kiss or slap? Nee, dann lieber so machen. Okay. Das war mein Job. Was ist eigentlich mit dieser Josie, mit der du immer gechattet hast? Meldet sich nicht mehr oder was? Einfach nichts mehr, keine Reaktion oder was? Entschuldigung, ich suche hier jemanden. Ich habe ein Date und haben Sie es vielleicht gesehen? Also super süß. Ja, schon auch noch Haare so unter den Armen. Also mit dieser einen hast du doch immer gechattet. Wie hieß sie noch? Josie? Und was ist mit der Josie? Nichts mehr? Schick dir mal ein vernünftiges Schwanzfoto. Ich mache eins. Ja, so, wirklich ein schöner Schwanz. Herrlich. Ja, auch so ein bisschen schon mit Format und schon so ein bisschen Bauch, also so wie ich es mag, ja. Also auf dem Foto ist ein bisschen wuchtig. Hey, da ist es ja. Hallo. Komm, wir gehen ein bisschen in den Park, essen vielleicht ein Eis. Ja, bist du geimpft? Ja, zweifach geimpft. Du? Ich auch. Ja, alright!